Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut und wir haben uns hier heute wieder versammelt, um über meinen Aufgebrauch zu sprechen. Ich hoffe, es geht euch gut. Mir geht es ganz gut eigentlich. Also ich habe im Moment sehr mit Heuschnupfen und Allergie generell zu kämpfen. Also wo ist das Team Heuschnupfen? Das ist echt schlimm im Moment. Wobei, ich habe letztens in den Nachrichten gehört, dass es dieses Jahr eigentlich gar nicht so schlimm sein soll, weil es so viel geregnet hat die letzten Wochen. Aber meine Apothekerin, das heißt meine, also die Apothekerin, wo ich letztens war, meinte zu mir, dass es dieses Jahr besonders schlimm ist. Also irgendwie teilen sich da so ein bisschen die Meinung. Aber ich muss sagen, ich finde es dieses Jahr schlimm. Wie ist es bei euch? Habt ihr das Gefühl, es ist dieses Jahr weniger schlimm? Also ich bin dieses Jahr komplett zugeschwollen. Also ich muss Augentropfen benutzen, meine Nase. Ich muss jeden Tag Nasenspray benutzen, weil sonst rieche ich nichts. Und ich bin nur am Niesen. Ne? Hatschi, 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 hatschi. Und das, obwohl ich Tabletten nehme. Also ich weiß nicht, was los ist. Aber ich weiß auch, dass ich gegen Birke allergisch bin. Und hier vorne steht eine Birke. Also nicht die idealsten Voraussetzungen für uns Allergiker, aber naja, wie dem auch sei. Das soll uns nicht daran hindern, heute mit diesem Video zu starten. Ich muss in diesem Video 2 Monate zusammenfassen, weil ich im März, war das? Doch, im März, eigentlich so gut wie gar nichts gedüftelt habe. Also ich glaube, ich hatte irgendwie so 3, 4 Düfte gedüftelt. Das hatte ich dann auf Instagram gezeigt und meinte so, ja hier, das ist so mein Aufgebrauch, das war wirklich wenig. Und deswegen habe ich das jetzt einfach zusammengefasst, den März und April, weil, ja, wie gesagt, es war einfach so wenig im März, dass es sich gar nicht gelohnt hat, ein Video zu machen. Und ja, jetzt im Nachhinein oder jetzt, ne, auch die 2 Monate ist es nicht viel eigentlich. Also es hat alles in diese Box gepasst. Ja, aber egal. Dann sind wir wenigstens schneller durch. Ich habe mir übrigens gedacht, sowieso meine Videos nicht mehr so in Spielfilmlänge lang zu gestalten, weil ich stelle mir das halt immer so ein bisschen blöd für die Zuschauer vor, wenn die dann erstmal eine Stunde da sitzen müssen und sich mein Gelaber reinziehen müssen. Deswegen versuche ich ab jetzt, meine Videos kürzer zu gestalten, einfach damit sie ein bisschen knackiger und ja einfach kürzer sind. Deswegen, ich versuche unter 30 Minuten zu bleiben. Ich hoffe, es gelingt mir. Ihr werdet es ja sehen, aber ich weiß es ja noch nicht. Naja, jedenfalls, die nächsten Videos werden hoffentlich alle ein bisschen kürzer, weil die letzten 2 waren, glaube ich, sehr lang. Die gingen ja beide, glaube ich, eine Stunde. Das ist ein bisschen viel, ne? Deswegen, ich versuche nicht so viel zu quatschen und ja, ne, direkt einzusteigen und quatsch schon wieder 3 Minuten, ne? Ja, aber so ist das manchmal. Man muss manchmal so ein bisschen, ne, so ein bisschen Intro, ein bisschen erzählen, was so abgeht im Moment. Ich hatte übrigens, das kann ich auch ganz kurz erzählen, gestern auf Instagram was mit euch geteilt, nämlich bezüglich meines Lavendel-Restocks. Ich hatte jetzt eigentlich Anfang Mai einen Lavendel-Restock bei Burchins OX Miles geplant, also wer es nicht weiß, ich betreibe einen Online-Shop mit Duftwachs und wir haben jetzt im Moment ein kleines Problem, nämlich, dass der Sojawachs-Lieferant, wo ich meinen Sojawachs beziehe, keine Ware auf Lager hat, also keinen Sojawachs auf Lager hat. Und das ist jetzt schon seit Wochen so und ich dachte eigentlich, na, wenn man schon seit Wochen ausverkauft ist, wird es wohl demnächst wieder Ware geben, ne? Es wird wieder Ware reinkommen. Jetzt hatte ich aber gestern mit dem Kundenservice Kontakt und da hieß es, ja, in den nächsten Wochen kommt das Sojawachs wieder auf Lager. Ja, was heißt in den nächsten Wochen? Es kann in 2 Wochen sein, es kann in 5 Wochen sein. Ja, ich bin jetzt im Moment so ein bisschen Sojawachs los. Und ja, möchte mein Wachs aber auch nicht wechseln. Naja, bla bla bla. Auf jeden Fall, der Lavendel Restock wird sich also dementsprechend noch ein bisschen verzögern. Ich hoffe, ja, oder wir müssen jetzt halt damit leben. Es gibt keine Alternative und ja, so ist es jetzt halt. Also für mich ist es auch total blöd, aber für euch natürlich auch. Aber ich denke, wir werden es überleben, oder? Also ich denke, keiner von uns wird ohne Wachs jetzt harte Zeiten durchleben müssen. Ich denke, wir haben alle genug zu Hause. Da wird es jetzt auch nicht so schlimm sein, wenn der Restock sich halt ein paar Wochen verschiebt. Aber damit ihr da jetzt hier auch nochmal offiziell Bescheid wisst, wollte ich es nochmal kurz ansprechen. Genau, und jetzt fangen wir auch an mit dem Thema, nämlich aufgebraucht. Es sind keine Kerzen leer geworden. Also ich habe in letzter Zeit auch nichts gebrannt so richtig. Ich habe viel gewarmert, aber ja, da ist natürlich nichts leer gegangen. Also bis mal eine gewarmerte Kerze leer geht, das dauert bei mir wahrscheinlich Jahrhunderte. Deswegen, ja, es sind nur Melz und Sensi und sowas leer geworden. Also keine Kerzen, die ich euch jetzt zeigen kann. Tja, so ist das manchmal. Aber wir fangen einfach mal direkt an mit Sensi. Da ist ein bisschen was leer geworden.
Fangen wir mal mit dem hier an. Mit meinem geliebten Stargazing. da ist so ein, wie nennt man die? Scent Circle, glaube ich, ne? Ist ein Scent Circle, naja, leer gegangen. Also er riecht halt nicht mehr. Ich hatte ihn im Auto hängen. Ja. Was soll ich sagen? Ich hatte ihn im Auto hängen. Ich glaube, am Tag, wo ich ihn ins Auto gehängt habe, habe ich ihn auch gerochen. Aber ich glaube, am nächsten Tag habe ich ihn schon nicht mehr so gut gerochen. Und am übernächsten Tag habe ich ihn dann gar nicht mehr gerochen. Also das war echt so ein kleiner Flop. Das Blöde ist, ich habe, glaube ich, noch 10 Stück oder so davon hier. Weil ich die mal, ich glaube, es war ein Flash Sale oder so. Da waren die mal reduziert. Oder war das in der Schatztruhe? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da waren die Sand Circles reduziert. Und hatte ich mir einige von geholt. Ja, das Problem ist nur, ich rieche die nicht. Ich rieche die überhaupt nicht. Also, wie gesagt, am ersten Tag habe ich ihn gerochen, am zweiten Tag auch noch ein bisschen und dann irgendwann gar nicht mehr. Ja, das finde ich ein bisschen traurig und ich habe auch im Moment den Simply Cherry, Simply Black Cherry oder so heißt der. Den habe ich gerade im Auto als Scent Circle. Ich muss sagen, den habe ich besser wahrgenommen. Also der riecht jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Aber zumindest, wenn man so eingestiegen ist, hat man immer so ein bisschen so einen Hauch Kirsche wahrgenommen. Und bei dem war das echt, wie gesagt, nach ein, zwei Tagen schon, habe ich den gar nicht mehr gerochen. Und auch so, wenn man jetzt dann riecht, man riecht einfach gar nichts mehr. Nee, also, falls ihr überlegt, euch die Stargazing Sun Circles zu holen, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt im Moment, tut es nicht. Das war wirklich so ein kleiner Flop. Also, ja. Hat nicht funktioniert in meinem Auto. Ich benutze im Auto gerne die Pods. Das funktioniert bei mir ganz gut mit dem Mini-Ventilator. Da habe ich gerade den Magnolia. Wie hieß denn der jetzt? Der aus der Muttertagskollektion Sweet Magnolia oder so. Der riecht sehr schön. Der riecht auch intensiv. Der riecht auch schon bestimmt 2-3 Wochen oder so. Also da kann ich nicht meckern. Den finde ich echt schön im Auto. Ja, dann von den Bars ist leer gegangen der Cucumber und Cactus Water. Den fand ich ganz schön. Das ist so ein schöner, erfrischender Duft, finde ich. Mit dem kann man nichts falsch machen. Also ich glaube, der gefällt auch vielen. Das ist so ein, wie sagt man so schön, so ein allseits beliebter Duft oder wie sagt man? Also der würde wahrscheinlich vielen Leuten gefallen, weil er einfach so was Frisches hat, ein bisschen was Grünes, ein bisschen was Wässriges, wahrscheinlich von der Gurke. Ja, der ist schön, ist ein schöner Sommerduft. Würde ich ihn mir nochmal holen? Ja, also wenn er jetzt irgendwie mal im Flash Sale nochmal irgendwie kommen würde oder so, würde ich ihn mir wahrscheinlich schon holen. Also ja, war eigentlich ein ganz schöner Duft, muss ich sagen. Ist jetzt kein Wow-Duft, ne, wo ich sage, oh mein Gott, brauche ich 100 Millionen Bars von, aber ja, war so ganz schön. Ja. Dann Peachy and Palm Trees, waren die nicht sogar aus der gleichen Kollektion? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Den fand ich auch ganz schön. Ist so ein schöner Pfirsichduft mit ein bisschen, ja, so ein bisschen Frucht und ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ja nicht grün, aber es war, also es schwingt auf jeden Fall noch so ein bisschen was anderes mit als nur Frucht. Fand ich auch ganz schön, aber war jetzt auch kein Duft, wo ich sage, oh mein Gott, wow, musst du unbedingt 20 Bars von haben oder so. Also er war ganz schön, ja, aber, ja, weiß ich nicht, bräuchte ich da nochmal was von? Weiß ich nicht, vielleicht. Wenn ich ihn irgendwo mal günstig erwischen sollte, dann vielleicht. Aber sonst also so jetzt nicht unbedingt. Ne? Ich bin mir gerade nicht sicher, waren die nicht alle drei sogar in der gleichen Kollektion? Jetzt kommt nämlich der Feeling Punchy. Also, ja, weiß ich auch nicht. Das war jetzt irgendwie Zufall, aber ja. Also Feeling Punchy, den fand ich am Anfang, als ich mein New In dazu gedreht hatte, vor einigen Monaten, das ist schon wirklich eine Weile her, fand ich den richtig schön. Da habe ich noch gesagt, so wow, der riecht so richtig yummy und fruchtig und süß, 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 fruchtig, fruchtig, fruchtig. Auch so säuerlich, weil der hat ja auch so Orange und sowas drin. Aber ich muss sagen, irgendwann hatte ich genug von dem Duft. Also der hatte dann irgendwann, also irgendwann war der zu viel. Dann habe ich ihn nochmal gedüftelt, dann habe ich ihn nochmal gedüftelt und irgendwann dachte ich nur so, boah. Ich habe den nämlich auch als Counter Clean und ich weiß nicht, irgendwie verbinde ich das dann immer miteinander. Wenn ich dann putze und dann riecht es halt nach Feeling Punchy. Und wenn ich den dann in der Lampe habe, dann riecht das für mich halt nach Putzmittel. Irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht. Deswegen, ja, am Ende war es echt nur noch so, ja, aufbrauchen und dann ist er weg. So, ne? Also ich würde mir da jetzt nicht nochmal einen Bar holen. Also ich fand ihn auch so ein bisschen stechend dann irgendwann. Weiß ich nicht. War nicht so mein Duft, glaube ich.
Ja, naja, so ist das manchmal, ne? So, dann habe ich hier noch ganz viel Handmade, aber ich gucke mal eben, ob ich noch... Ich meine nämlich, hier sind noch ein paar Sensi Bars gewesen. Genau, 3 Sensi Bars habe ich noch für euch. Einmal mein geliebter Stargazing. Okay, voll der Flop. Ich kann nicht singen. Ja, Stargazing ist mein liebster Sensi-Duft. So, doch. Da stehe ich immer noch hinter. Das ist, oh Gott, ist der schön. Das ist für mich einfach der Inbegriff von kuscheliger Vanille mit Baumwolle. Also der Duft ist für mich, also das ist, wie soll ich sagen? Der Duft ist für mich einfach mein absoluter Wohlfühlduft. Also wenn ich den rieche, dann schwebe ich echt so im 7. Stargazing-Himmel. Oh, ich liebe den einfach. Und ja, es ist mal wieder ein Bar leer geworden, aber er liegt auch im Club. Ich habe auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Bars ich noch hier habe. Einige auf jeden Fall. Und ja, ich habe allerdings festgestellt, dass die Intensität nicht in jedem Bar gleich ist. Also ich hatte schon Bars, da war der Duft richtig präsent und du hast ihn super wahrgenommen. Und bei dem Bar war es jetzt aber so, dass ich ihn überhaupt nicht gut wahrgenommen habe. Also der war super schwach. Ich weiß gar nicht warum. Also das finde ich irgendwie ein bisschen traurig, dass es da so Schwankungen in der Intensität gibt. Also der war wirklich super schwach. Aber ich hatte schon Bars von dem gleichen Duft logischerweise, die waren nicht schwach. Also... ich hoffe, die Bars, die ich jetzt noch hier habe, sind nicht schwach. Also sonst wäre das echt ein bisschen blöd. Weil ich mag den Duft ja super gerne, aber wenn ich den nicht rieche... Tja, keine Ahnung. Aber ich glaube, das ist generell so ein Problem im Moment bei Sensi. Das merken wir ja auch vermehrt immer bei den Bring Back My Bars, dass die immer schwächer werden. Oder? Also ich habe das Gefühl, die neueren Bars werden immer schwächer. Immer schwächer und schwächer. Aber der Preis ist ja der gleiche. Also ich zahle 8,50 Euro für einen Duft, den ich nicht rieche. Ist nicht so schön. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Naja, der nächste Duft, Pink Tulips. Ein Bring Back My Bar, wo wir gerade davon gesprochen haben. Ja, war jetzt für mich kein Tulpenduft. Der war für mich einfach floralfruchtig. Der war ganz schön. Der war ganz schön. Ja, ich glaube, da war Rose drin, oder? War das nicht so? Ich weiß es nicht mehr so genau. Der war ganz schön, aber... ja. Hat mich jetzt auch nicht umgerissen. Also, er ist jetzt leer und gut ist. Er kann in den Müll. Und dann ist noch ein Duft leer gegangen. Hey Tiger Lily, der Scent of the Month von, keine Ahnung, irgendwann letztes Jahr kam der mal. Den finde ich ganz schön. Den habe ich noch, ich weiß gar nicht, 2-3 Mal hier. Ja, ich finde den ganz schön, weil der hat irgendwie, der hat so eine schöne Mischung. Der ist einerseits floral, andererseits hat der für mich auch so was cremig-sanftes. Der hat auch so ein bisschen was Frisches dabei. Das mag ich total gerne an ihm. Deswegen, ja, finde ich den ganz schön. Ich weiß nur leider nicht mehr, was so offiziell drin war. Also hier sind auf jeden Fall Lilien abgebildet, haha, logischerweise. Ist das ein Granatapfel oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was da abgebildet ist, aber... ja, auf jeden Fall ist ein schöner Duft. Habe ich, wie gesagt, auch noch 2-3 Mal hier und ja, dann ist auch okay. Also es ist jetzt kein, ne, absolut große Liebe-Duft, aber ja, er ist ganz schön. Ich glaube, von denen, die ich gezeigt habe jetzt, die ich aufgebraucht habe, ist er auf jeden Fall der zweitschönste nach Stargazing. Genau. So, dann machen wir jetzt ein bisschen weiter mit Handmade. Da ist einmal leer gegangen von Claudia von Soul Fragrances, der Moment. Den hatte ich im Bad an. Der hatte auch so super süße Duftlampen-Design-Dinger. Das fand ich ganz süß. Und das war wirklich also ein perfekter Badezimmerduft. Der war zitrisch, der hatte so einen Spa-Moment. Ja, der hat einfach super ins Bad gepasst. Also es war ein schöner Duft, hat auch gut performt. Ja, hat mir gefallen. Moment. Dann hatte ich von In the Mood Design Hubba Melon. Das war so ein ganz typisch yummiger Kaugummi Hubba Bubba Duft. Also der hat mir auch super gut gefallen. Also so ein Wassermelonen Hubba Bubba Duft war super geil. Dann hatte ich von In the Mood Design Gentle Touch. Ich muss sagen, der war nicht ganz so meins. Der war mir ein bisschen zu maskulin. Und ein bisschen zu ledrig. Also die Ledernote war mir ja zu maskulin und zu
zu da. Also ja, nee, das war nicht mein Duft. Er war zwar auch ein bisschen vanillig dabei, aber er, ja, dieses ledrige Maskuline kam mir zu sehr durch. Deswegen, ja, er war ganz okay und ja. No, so. Genau, dann hatte ich von Soul Fragrances Lavender Blanket. Das war so ein, ja, doch ziemlich großes Melt. Den habe ich auch 2 Tage, ich glaube sogar 3 Tage lang gedüftelt. Der war richtig schön. Und da meinte mein Mann sogar, na, ihr wisst ja, wenn die Männer sagen, es riecht gut, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ne? Also bis ein Mann sagt, dass es gut riecht, also zumindest ist das bei uns so, da muss schon eine Granate in der Lampe sein. Ne? Und hier war es tatsächlich so bei Lavender Blanket, dass mein Mann irgendwann, ne, dann nach Hause kam und ins Wohnzimmer kam und meinte, oh, hier riecht es aber gut. Ja, es war Lavender Blanket. Der war aber auch schön. Der hatte sowas Kuscheliges. Der hatte was Kuscheliges, aber auch ja, so eine sanfte Lavendelnote dabei. Und ja, der war, sorry, ja. Ja, der war einfach schön. Das war ein toller Duft, muss ich sagen. Lavender Blanket hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich von der lieben Bea, das ist auch so einer meiner absoluten Favoriten von Bea, Once Upon a Time. Der ist so schön. Der ist sowas von schön. Also, der ist beerig, zuckrig, süß, vanillig. Oh, der ist einfach, der ist so toll. Ich liebe diesen Duft. Der müsste mal wiederkommen, liebe Bea, falls du das siehst. Also, den gab es schon länger nicht mehr. Ich glaube, den gab es wirklich zuletzt erst wieder im Oktober 2021. Da, wo ich den auch gekauft habe. Also, ich glaube, seitdem kam der nicht nochmal wieder. Bea, der muss wiederkommen. Der ist so schön. Oh, ich liebe Once Upon a Time. Wirklich, ganz toller Duft. Dann hatte ich von der lieben Petra von Sentimental Memory den Marine Vitality oder Marine Vitality in der Lampe. Der war auch sehr schön. Das war ein richtig schöner, aquatischer Duft. Also, ja, wie der Name eigentlich schon vermuten lässt, man riecht so ein bisschen Salzwasser. So dieses Mineralische, das hat man da auch gut gerochen. Also ich mag das ja, wenn aquatische Düfte sowas Mineralisches haben. Ich mag ja den von Sensi auch so gern, den Vitamin, war das der S? Soothe? Ich glaube schon, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Also der blaue von den Sensi-Düften, von dieser Vitamin-Kollektion. Ja, und der Duft hat halt auch sowas Mineralisches irgendwie. Man riecht wirklich so diese frische Seeluft und das mag ich total gerne in aquatischen Düften. Deswegen hat mir der hier auch sehr gut gefallen. Also die ging für mich schon in eine sehr ähnliche Richtung, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Dann hatte ich von Soul Fragrances Somewhere in Paradise in der Lampe. Mit so schönen Schmetterlingen. Und das war ein richtig schöner, sommerlicher Kokosnussduft. Oh, ja. Also die Kokosnuss war auf jeden Fall im Vordergrund. Ach, der war schön. Ich mag Kokosnussdüfte ja generell sehr gerne und ja, der hat auch super performt. Kann ich nicht sagen. War ein sehr schöner Duft. Dann hatte ich von Iceflower Dreams Come True, designed by Vanessa. Den fand ich auch sehr schön. Der hatte sowas Zuckriges, aber auch so ein bisschen was Cremiges, sowas, ja, sowas Einhüllendes, Lullendes. Der war schön. Ja, ich glaube, ich nehme auch eine kleine Nivea-Note wahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich Nivea drin war. Auf jeden Fall war er zuckrig, süß, ein bisschen cremig dabei. Ja, hat mir gut gefallen. Dreams come true. Dann hatte ich 3 Testerchen von Claudia nochmal in der Lampe. Einmal Alyssum Flowers. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht auf Englisch. Alyssum Flowers wahrscheinlich. Von Claudia, den fand ich sehr schön. Das war ein richtig toller, floraler Duft. Der aber so was Sommerliches dabei hatte, also wie so eine tropische Blume. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Alyssum sein soll. Ihr wisst ja, ich hab's nicht so mit Botanik. Aber der war sehr schön. Es war wirklich ein toller, floral, sommerlicher Duft. Ah ne, siehst du, der ist gar nicht von Claudia. Der ist von der Wachsmacherei von der lieben Dani. Da hatte ich aber Pink Sugar in der Lampe. Den habe ich bestimmt mit irgendwas gemischt. Weil ich benutze die immer sehr gerne zum Mischen, aber keine Ahnung, womit ich den gemischt habe. Auf jeden Fall, es war so ein ja, typischer Pink Sugar Duft, der mir sehr gut gefallen hat. Ich mag Pink Sugar Duft ja immer sehr gerne, vor allem zum Mischen. Und dann hatte ich noch von Claudia Pink Pick Sweeties.
Ja, der war auch super zuckrig, süß. Oh, so ein bisschen Bubblegum dabei. Ja, so richtig süß, 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 genau wie ich das mag. War sehr schön. Dann hatte ich noch von In the Mood sein Pink Winter in der Lampe. Den fand ich auch sehr schön. Ja, das war irgendwie sowas Pink-Sugar-mäßiges mit, ich weiß gar nicht, irgendwas kuschelig-winterlichem. Aber auf jeden Fall war es sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen, Pink Winter. Und dann noch von In the Mood Design Wolkenweich. Ich glaube, das war irgendwas mit Wäsche, oder? Doch, das war irgendwas Wäschiges. Ja, also fürs Bad war es ganz schön, aber ich bin ja generell nicht so der Fan von Wäschedüften. Deswegen, ja, fürs Bad war es okay. Ich war ja auch nur so ein kleiner Tester. Dann von In the Mood Design Foxy. Den fand ich überraschenderweise sehr schön, weil das nämlich ein grüner Duft ist. Und bei grün bin ich ja oft nicht so. Ne? Aber den fand ich sehr schön. Der hat mir richtig gut gefallen. Der war nicht so aufdringlich grün, sondern der hatte irgendwie sowas, ja, fast schon Sanftes dabei, was ich echt schön fand. Ja. Dann von Claudia, also Soul Fragrances, der Vanilla Lavender. Ja, ist ja quasi mein Namensvetter. Und ja, natürlich, natürlich war der schön, ne? Ja. Den habe ich auch, glaube ich, 2 oder 3 Tage lang gedüftelt. Der war echt toll. Ja, Vanilla Lavender. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dann hatte ich noch von Manufaktur Blaukatz, das war ein Testerchen aus der Rainbow-Kollektion, den Manufaktur Blaukatz mal hatte. Den Schwarz. Also, da waren so ganz viele Regenbogenfarben in der Kollektion. Ja, und Schwarz, muss ich sagen, war nicht mein Duft. Also, der war mir auch zu maskulin, zu parfümig. Also, parfümig ist ja eigentlich nicht schlecht, aber das war so eine parfümig-maskuline Note, die mir nicht so gefallen hat. Aber er war gut intensiv, gut wahrnehmbar. Dafür, dass das nur ein Testerchen war, war der echt. Hat ja gut performt, muss man sagen. Dann von Duftzauberei Schwarzwald Babypuder Pink Sugar. Auch eine Mischung, die ich sehr gerne mag. Ich fand die Babypudernote stand auf jeden Fall im Vordergrund. Das Pink Sugar oder der Pink Sugar hat sich so ein bisschen versteckt. Aber trotzdem war es ein schöner Duft. Also der war wirklich so, ja, einlullend, Babypuder, also pudrig, ja, süß. Aber mehr pudrig als süß. Aber es war nicht schlimm. Fand ich trotzdem sehr, sehr schön. Dann Pink Flamingo von Bunny Moon. Das hatte ich mal, ich glaube, in einem Tauschpaket bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob Bunny Moon noch aktiv ist. Das könnt ihr mir ja mal verraten. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall Pink Flamingo war sehr schön. Es war ein schöner Duft. Der war so sommerlich. Hat mich an so eine Inselfrucht erinnert. Wahrscheinlich so ein bisschen Melone, so Honigmelone oder Wassermelone, irgendwie sowas. Der war schön cremig dabei, sommerlich. Hat mir gut gefallen. Pink Flamingo. Fand ich schön. Und dann nochmal von Soul Fragrances True Colors. Ja, den fand ich auch sehr schön. Der war auch melonig. Der hatte so, ich glaube, so Honigmelone oder so drin. Ich glaube auch Gurke oder Gurkenwasser, irgendwie so. Und dann aber trotzdem noch so was Süßes dabei. Ja, den fand ich auch schön. Also, ja, hat mir gut gefallen. Ich glaube, ich habe sogar noch 2 oder 1 Portion auf jeden Fall noch hier. Dann hatte ich von Manufaktur Blaukatz Lavender Dreams. Der war schön. Der war schön. Der war schön. Ich meine sogar, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, ich habe sogar die große Portion auch hier. Müsste ich mal meine Kisten durchgucken. Kann sein. Ja, der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Das war ein schöner Lavendelduft. Der war zwar ein bisschen krautig, aber der hatte trotzdem sowas Kuscheliges irgendwie dabei, sowas süßlich-Kuscheliges. Und oh, das hat mir total gut gefallen. Hat mir, ja, total gut gefallen. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Dann hatte ich von Soul Fragrances ein Testerchen mit Hippie Chicks. Den mag ich auch super gerne, den Duft. Der ist so Patchouli-lastig, aber gleichzeitig hat er auch so ein bisschen was Süßes dabei. Oh, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Der Duft erinnert mich total an meinen Papa. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich wegen dem Patchouli irgendwie, weil mein Papa bestimmt irgendwie ein Patchouli-Parfum hat oder so. Ich weiß es nicht, aber
Ach, da muss ich immer an meinen Papa denken und deswegen mag ich den so gern. Hippie Chicks. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Dann von Manufaktur Blaukatz Toys and Plushies oder Plüschies. auch ein Testerchen war das. Der war auch schön. Der war so ein bisschen zitrisch. So zitrisch-fruchtig. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, war ein schöner Duft. Hat mir gut gefallen. Und dann sind wir auch schon beim letzten Duft. Auch wieder von Soul Fragrances. Peachy. Ja, also wie der Name schon vermuten lässt, ein Pfirsichduft. Ja, und genau das war er auch. Es war ein Pfirsichduft. Ich meine sogar, das war der, den ich da mit Pink Sugar gemischt habe. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ja, riecht einfach wie so eine richtig schöne, saftige Georgia-Pfirsich aus Georgia. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja, und das war es auch schon. Die Box ist leer. Upsi, und die Dingsbums haben sich hier verabschiedet. Egal. Ja, das war mein Aufgebraucht für den März und den April. Und ich habe es geschafft, unter einer halben Stunde zu bleiben. Yay! Genau, ihr könnt mir ja gerne mal verraten, wie ihr so in letzter Zeit gedüftet habt. Seid ihr into Düfteln im Moment oder nicht so? Habt ihr auch so eine kleine Pause gemacht wie ich? Oder seid ihr voll dabei? Also viele hören ja im Sommer, in den Sommermonaten so ein bisschen auf zu düfteln. Ja, bei mir ist das immer nach Stimmung. Mal so, mal so. Ja, aber ihr könnt mir ja gerne verraten, wie es bei euch so im Moment läuft. Und ja, würde ich sagen, danke fürs Einschalten, wie immer. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Also macht's gut!